typisch Amerikanisches, nämlich wir räuchern heiß. Ja, alle denken immer, Barbecue bedeutet, man haut was auf den Grill. Nee, man kann auch räuchern. Und ganz beliebt ist hier heiß räuchern. Man kann ja kalt räuchern, warm räuchern und heiß räuchern. Kalt räuchern ist hier ziemlich unbekannt. Woran das liegt, erzähle ich dann noch später. Und am beliebtesten ist heiß räuchern, weil es geht schnell und es gibt ein Fleisch auch einen ganz anderen Geschmack. Allerdings muss man dort halt ein bisschen was vorbereiten. Ich habe zum Beispiel hier Schweinefleisch vorbereitet und das habe ich halt schon vor 2 Tagen mal gepökelt für 24 Stunden mit Pökelsalz. Habe das dann gestern mehrfach gewässert, damit das nicht gar so salzig schmeckt, aber trotzdem Würze drin ist. Und dann habe ich es heute Morgen halt mit 2 Gewürzmischungen schön eingerieben und ziehen lassen. Ja, und was sind denn das für Mischungen? Ja, also die Basis bei der Mischung ist eigentlich dasselbe, das ist jeweils Seesalz. Und hier drin haben wir zum Beispiel roten Pfeffer, Chili, Knoblauchpulver, ja, und noch ein bisschen was mehr. Und hier zum Beispiel haben wir vorwiegend mit schwarzem Pfeffer gearbeitet, aber auch Knoblauchpulver wieder drin, bisschen geriebenes Zitronengras und all sowas. Und das gibt dem Ganzen ja schon 2 unterschiedliche Geschmacksnoten. Ne? Lecker. Ja, dann gucken wir uns dann gleich mal an, wie man das im Räucheröfen, im kleinen heimischen Räucheröfen, ja, zu was Leckerem verarbeitet. So, anwenden loslässt. Jetzt. Ja, geräuchert wird in dieser Gasgrill, Holzkohlegrill, Räucherkombi. Ist schon ein bisschen betagt, das Ding, aber funktioniert einmal frei. Hat seinerzeit mal zur Info $299 gekostet. Wichtig ist, dass man hier ordentlich Holzkohle zum Glühen bringt und den Räuchereffekt erzielt man mit Holz natürlich. Und da haben wir uns für Chunks entschieden, also nicht Chips, also keine kleinen Späne. Schon gar kein Sägemehl, wie man das beim Kalträuchern nimmt. Sondern wir wollen hier richtig Glut und richtig Rauch. Ganz wichtig ist, dass man die Dinger vorher halt nass macht. Sonst fangen die gleich an zu brennen und zu glühen. Das wollen wir halt auch nicht. Es muss ein bisschen Verzögerung rein, deswegen ins Wasser für eine gewisse Zeit. Empfohlen, wir haben da immer so 20-30 Minuten. Ich habe es gerne ein bisschen länger drin. Ja, und sobald das gut ist, kommt das da drauf. Auf diese Holzkohle hier drin, man hört sie vielleicht. Ich weiß nicht, ob man es hört, keine Ahnung. Ja, und dann kommt das Räucherblut hier rein. Mit den Dingen habe ich auch schon kalt geräuchert, da kam ein richtiger schöner roher Schinken raus. Allerdings kann man das wirklich nur im Dezember machen, wenn die Außentemperaturen niedrig genug sind. Weil beim Kalträuchern soll die Temperatur nicht höher sein als 25, 26 Grad Celsius, weil sonst das Eiweiß gerinnt. Das gilt es unbedingt zu vermeiden. Und ja, in dieser Räucherkammer herrschen schon Temperaturen jenseits der 40 Grad, wenn wir hier außen so 35, 36 Grad haben und dann noch direkte Sonneneinstrahlung drauf. Kannst du Kalträuchern vergessen, deswegen nur im Dezember. So. Wenn es soweit ist, dass wir das Fleisch reinlegen, melden wir uns wieder. Ja, bis gleich. Deckel zu, Affe tot. Jo, nee. Scheiße, Dreck. Macht man nicht. So, doch. Das erste Holz liegt drin. Ist eigentlich der Moment gekommen, wo wir das Fleisch reinlegen. Weil das soll ja von Anfang an schön. Das wird das Probestück. Das kleine Probestück zum Naschen zwischendurch. Na gut aussehen tut's, zumindest im Rohzustand.
Ja, im Zweifelsfall können wir es dann roh essen. Ja, wenn es auch so gut schmeckt, wie es aussieht, ist ja gut. So. Mmh. Das Gewürz alleine schmeckt schon geil. Ja, wenn es dann richtig raucht, halten wir mal wieder die Kamera rein. Jetzt machen wir erstmal Deckel zu und trinken mal einen schönen Schluck Pilsner Urquell. Prost! Hast du? Ja. Alles räuchert. Aber das Schöne ist, hier kommt kein lustiger Nachbar und ruft die Feuerwehr oder die Bullerei und sagt, um die Zeit darfst du gar nicht grillen oder geschweige denn räuchern oder irgendwas. Man macht es einfach. Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass ein Nachbar kommt, an die Tür klopft und sagt, ey, was gibt's denn heute Leckeres bei dir? Jo, dann machen wir halt mal eine erste Kürbung, ne? Qualm ist schon schöner da. Gucken wir mal hier rein. Boah, von lauter Nebel, da sieht man doch gar nichts. Ich kann gar nichts sehen. Warte, ich will dir den Rauch machen. Auf mit Teufel! Ah, das brennt in den Augen. Das sieht doch schön aus. Ja. So, jetzt machen wir den Deckel wieder zu, damit wir halt mal noch fertig werden. So, das erste Probestück haben wir mal rausgeholt. Das kleine, wo ich vorher angekündigt habe, dass wir es mal probieren. Sieht schon ganz gut aus. Und das schneiden wir jetzt mal auf, so schön hier in der Mitte. Sieht gut aus. Und jetzt schneiden wir mal ein kleines Ding ab. Und da stecke ich jetzt meiner Frau mal in den Mund. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Ja, was sagt der Chef? Ich muss sagen, sau lecker. Mh, mmh. Sau lecker. Kommt gut, ne? Ja. So, jetzt. So, dazu machen wir heute gefüllte Champignons oder was immer das für Riesenpilze sind. Pilze? Ja, das sind schon Champignons. Champignons, keine Ahnung. Und die wollen wir füllen mit Pimento Cheese Salad. Erster Versuch, werden wir mal schauen, wie das schmeckt. Also der Pimento Cheese Salad schmeckt auf dem, aufs Brot schon mal richtig geil. Ja, auf dem Brötchen sehr lecker. Ja. So, mal gucken. Ja, das Schöne hier an den Champignons ist, dass die nicht so, wässrig sind, wie das, was man aus Deutschland kennt. Kann sich ja dort mittlerweile auch geändert haben. Aber wenn man die Dinger in Scheiben schneidet und in die Pfanne haut, dann sind die anschließend noch bissfest und werden nicht lapprig. Und die kommen jetzt einfach, das wird einfach die Masse in die Pilze gefüllt und dann kommen die in so eine Auflaufform. Und dann gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, man gießt ein bisschen Wasser dazu. Möglichkeit 2, man gießt ein bisschen Wein dazu. Möglichkeit 3, etwas Brühe. Und dann kommen die in den Backofen bei, was haben wir gesagt, 380 Grad. Fahrenheit. Fahrenheit, ja, um Gottes Willen. Ja, wahrscheinlich so, da sie etwas größer sind, so 20 Minuten, müsste dann reichen. Und dann sind die fertig. Ich frage mich bloß, wer die ganzen Pilze essen soll. Vor allen Dingen, ich kämpfe hier mit der Füllung. Weil allzu viel haben wir gar nicht mehr. Ja, da fällt mir ein alter Spruch ein von meinem Vater. Wenn es alle ist, hört's auf. So einfach ist das. Müssen wir ein bisschen. Ich meine. Ein bisschen weniger Fülle reinmachen. Geht auch. Ja, noch ein Pilz und das reicht dann. Komm. Ja. Wer soll denn das essen? Wir haben hier 3 Kilo Fleisch. Im Räucheröfen liegen. Der große. Ah, oh, jetzt ist aber gut hier. Das ist dann wirklich der letzte. Das ist dann das letzte.
Ja, wir machen das aber auch, die Füllung machen wir auch mit normalem Frischkäse, mit verschiedenen Würzungen, Zwiebel und Schnittlauch oder Knoblauch, irgendwas, tralala. Und das schmeckt halt immer wieder gut. So. Ja, und das seht ihr nachher auf dem fertigen Teller. Was nimmst du jetzt, Manu? Wasser. Oder Ja, nimmst du ich nehme, Weißwein? nee, nee, wir haben kein Weißwein. Ach ja, In du hast nur. Ermangelung von Weißwein muss ich jetzt hier ein ganz kleines bisschen Wasser angießen. Und Brühe ist mir jetzt auch zu viel Arbeit. Oh Das ja. reicht und das war's. Mach dich bloß nie kaputt vor Arbeit. Gut, der Ofen ist noch am Vorheizen. Wir stellen es aber trotzdem schon mal rein. Weil die Temperatur kann man ja auch schon nutzen. Jo. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende vom Räuchern und jetzt zeige ich euch mal, wie wir hier aus 2 mach 4 machen. Wir haben also zwei Gewürzmischungen verwendet, wie ich vorher gezeigt habe. Und jetzt können wir überall noch Barbecue-Soße drauf klatschen. Also ich lasse jetzt einen Teil original und auf ausgewählte Stücke mache ich jetzt Barbecue-Soße drauf. Das macht man normalerweise, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man Spare Ribs räuchert. Die räuchert man allerdings 6, 7 Stunden lang. Und so für die letzte Stunde streicht man dann permanent Barbecue-Soße drauf, um dem Ganzen noch ein bisschen Geschmack zu verleihen. Und wir wollen jetzt aus 2 Geschmacksrichtungen 4 machen, deswegen streiche ich auf manche Teile halt Barbecue-Soße. Das ist auch eine ganz simple Angelegenheit. Ich habe mich hier für die Heinz Kentucky Bourbon-Soße entschieden. Ja, nehmen wir mal das Stück hier. Squeeze also Barbecue-Soße drauf und verteile die schön im Pinsel. So richtig schön. Und dann nehmen wir noch das Stück hier. Das sieht auch schön aus. So, noch ein bisschen, dass ein bisschen mehr Geschmack kann. Und da kriegt das durch die Barbecue-Soße halt noch so ein bisschen einen süßlichen Touch. Was auch sehr gut kommt. Ja, das lassen wir jetzt eine Weile zu ziehen. Und möglicherweise, wie wiederholen wir das noch ein, zwei Mal, bevor wir das Fleisch rausnehmen. Und dann sollte das in Ordnung sein. Die Ergebnisse seht ihr nachher auf dem Teller. Ja, alles fertig. Tisch ist gedeckt, Fleisch ist aufgeschnitten. Pilze liegen bereit auf dem Teller. Ja, alle 4 Sorten, alle 4 Geschmacksrichtungen liegen da. Wir haben heute einen Special Guest, unseren Sohn Martin. Hallo. Ja, und jetzt werden wir es uns schmecken lassen. Und unsere Tiny, die rennt hier auch schon rum und schnuppert. Ja? Weil die kriegt natürlich bei dem Geruch auch tierisch Appetit. Aber vom Tisch gibt's nichts. So, enjoy your meal, guys. Danke. Jo. Jo, das war's mit dem Räuchern.